Davon. Rechts, links, gleich in die Kamera. Einfach machen. So, noch einmal sitz. Noch ein Reifen danach. Ganz entspannt. Oder irgendwas anderes nochmal aus dem Regal schon raus? Nein, so ist auch nicht. Ja, was passt besser in die Adventszeit als ein Adventskranz, Weihnachtskranz, Türkranz? Ich habe heute ganz viel Materialien mitgebracht und möchte euch die Bindetechnik zeigen. Wahrscheinlich die einen oder anderen kennen das schon, haben schon selber ihren Adventskranz gemacht. Aber ich zeige es euch jetzt nochmal zur Erinnerung, was alles möglich ist. Also meine Idee war, dass wir zuerst so einen dick gebundenen machen, den man dann auf den Tisch stellen kann oder auch an die Wand hängen. Man kann dann in die Mitte Kerzen reinstellen. Genau, und dazu nimmt man ganz viel Bindegrün. Ich habe da eine Auswahl verschiedener Sorten mitgebracht. Und genau, also das war auch so meine Idee, dass wir das als erstes machen. Und dann, wer dann noch Lust hat, dann sowas Zarteres. Das ist jetzt gerade dieses Jahr total in, diese Messingfarben. Metallfarben passt immer zu Weihnachten. Sieht man auch, wenn man hier ins Village kommt. Unten die Deko ist auch immer Metall dabei. Genau, also das, ich zeige jetzt mal so die Grundtechniken und dann kümmere ich mich einfach darum. Weil wenn man das kann, ich habe auch noch was mitgebracht, kann man dann zum Beispiel auch so Haargrenze machen. Das ist genau die gleiche Bindetechnik. Ich fand das jetzt zu peinlich, mit ihnen aufzusetzen. Aber wer nachher möchte, ich weiß nicht, ob wir ihn verlosen können oder so, irgendwer kriegt dann noch diesen Haarkranz. Okay, also fangen wir an. Jeder schnappt sich am besten nachher so ein, das nennt man Strohrömer, das ist die Unterlage. Dann hat jeder ein Bindedraht. Damit dieses Ende nicht stört, steckt man das erstmal hier rein, in den Kranz. Bindet das dann einmal, zweimal rum. Das ist so der Anfang, dann hat man das schon mal befestigt. Dann nimmt man sich, oder vorher, schaut mal, was man für Bindegrün möchte und schneidet es in passende Stücke. Also zum Beispiel, so für den kleinen Kranz reicht es, dass man immer die Spitzen nimmt. Ist ja total innen auch. Der wird relativ schnell trocken, aber die Blätter schauen dann immer noch schön aus. Also es ist immer Geschmackssache, wie frisch man es haben möchte. Oder ob man sagt, okay, macht mir nichts, wenn es trocken gefällt, es mir auch noch. Okay, also zur Bindetechnik. Ihr nehmt euch die Zweige, so dass sie diesen Kranz hier schön bedecken und bindet dann darum. Wichtig ist, immer in eine Binderichtung. So, und jetzt sieht man hier natürlich den Draht. Und dass man den nicht sieht, nimmt man das nächste Zweigchen und legt es so dachziegelartig drauf und bindet dann weiter. Genau, und nach dem Prinzip könnt ihr euch den ganzen Kranz binden. Gibt es da noch Fragen? Ich würde sagen, es fängt jeder mal an. Und ja, zuerst, jeder hat eine Schere, nimmt sich bitte, was er hier möchte an Bindegrün. Ich finde es immer schön, wenn man eine schöne Auswahl hat, wenn man verschiedene Arten kombiniert. Vielleicht sagt auch einer, oh, ich möchte unbedingt einen Tannenkranz, kann er auch machen. Also zuerst mal das Grundgerüst binden. Die Sachen hier, die Eukalyptuszweige oder die Blüten, die steckt man dann nachträglich rein. Also ganz gut geht es mit Olivenöl oder mit Handseife dann. Ja, das ist super. Genau. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Draht? Ja, das dann nehmen wir. Genau, das sind Beeren, das sind Pfefferbeeren.
Aber ich finde schön, weil wir haben jetzt hier auch ein bisschen getrunken. Genau, super. Das machen wir so rein. Die sind ja so zerbrechlich, also die kann man einfach so ein bisschen reinstecken, vorsichtig. Und weil das dann ein Kranz ist, der bleibt ja dann stehen. Also das hält dann schon so. Er ist doch gut geworden. Super schön. Hatte auch Hilfe. Wir haben einen Adventskranz gebastelt. Und wenn man möchte, kann man hier jetzt noch schön 4 Kerzen drauf machen. Weil ich glaube, in 2 Wochen ist es schon soweit, oder? Oder in einer Woche. Oh Gott, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. In einer Woche ist es schon der erste Advent und ich habe noch keinen Adventskranz. Deswegen war ich jetzt ganz glücklich. Ich habe Hilfe hier. Mein Gott, statt mir. Dann habe ich nämlich einen. Den kann ich gleich mitnehmen. Und so bin ich auch ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung. Und wie wichtig ist es auch zu basteln an Weihnachten? Ich finde es schön, wenn man Dinge selber macht und wenn die dann auch natürlich so schön aussehen. Selber hätte ich das jetzt nicht ganz so gut hingekriegt, weil ich das noch nicht so oft gemacht habe. Aber es macht viel Spaß und man hat halt auch, glaube ich, mehr Freude dran, wenn man Dinge selber macht und die dann auch jeden Tag sieht und dann das erste Kerzchen anzündet. Viele verschiedene. Also das ist Eukalyptus, genau, so wie das hier. Oh, wow. Hast du das mal jemanden gesehen? Das ist dieses Jahr total innen. Super schön. Und ich habe ewig gesucht, bis ich diese Metallreihe, also diese Messingreihe bekommen habe. Könnte man nicht einfach auch Draht nehmen und mehrere Schlingen legen? Könnte man auch. Schneid mir auch immer zu lang ab. Oma hat immer gesagt, langes Fee zu faules Mädchen. Wir müssen einfach. So. Hallo. Da kommt der Kuchenzeug dran. Alle sind ganz gespannt, was rauskommt. Ja, ich auch. Top-Manager sollte auch mal so einen Bastel-Workshop machen. Aber es liegt ja auch nicht eben. Ich kann zum Beispiel wahnsinnig schlecht zeichnen, aber basteln geht noch. Hier? Ja, die Eva macht das super. Die hat jetzt so einen ganz dünnen Draht rein und bindet da jetzt die Eukalyptuszweige mit sehr dünnem Draht drumherum. Das ist überhaupt keine Kunst, weil der Eukalyptus von sich aus schon so einen schönen Schwung hat und ja, sehr filigran ist alles und das kriegt jedes Kind.